Und dann geht's auch schon direkt weiter. So. Intruder alert! Initiate security protocol! Shit, move it! See if there's a way to take them all out at once! Bestimmt. Stell dich vor ein Feuer, um den Drachenschrei darauf zu wirken. Ziehe R nach unten und dann nach oben, um den Drachenschrei zu entfesseln. Genau. Das haben wir ja auch schon vorher bei dem Kohlegrill gemacht. Zack. Und damit sind wir in der Lage gewesen, die zwei auszuschalten, ohne überhaupt gegen sie kämpfen zu müssen. So. Ja, müssen wir eigentlich nicht mehr machen, aber ich mach's trotzdem, weil ich's kann. Ah, in den Keller können wir scheinbar leider noch nicht. Wir können das hier aber theoretisch... Ah, damit hätten wir sie eventuell auch noch erledigen können, okay. Ja, hätte ich mir vielleicht aufheben sollen. Egal. So, hier oben können wir das Gitter abschießen und herunterfällt ein Shin-Pokémon. Der Pudelsaurus Rex, der ist verpassbar. Holt ihn euch jetzt schon. Das ist wirklich empfehlenswert, ihn sich jetzt schon zu besorgen. Ja, danke, dass du uns den Fundort des Schlüssels verraten hast. So. Wir werden uns jetzt von dem guten Rotschopf angreifen lassen. Berührung des Rotschopfs. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieser berüchtigte Biss gewesen ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. So, wir haben schon mal sein Schild runtergehauen. Wir werden jetzt mal absichtlich die ganzen Action-Kommandos nicht schaffen. Zumindest abwehren sollten wir schon machen. Denn ich meine, die Rotschöpfe hier wären auf jeden Fall in der Lage, einen zu beißen. Und wir müssen es ja dreimal zumindest hinkriegen. Deswegen, ich werde jetzt die ganzen Action-Kommandos bewusst nicht machen. Zumindest nicht erfolgreich. Ja, okay. Ich kann zumindest die normalen Angriffe bei dieser Gangaufsicht-Polizei machen. Denn die normalen Angriffe machen so wenig Schaden. Ups. Okay. Ein kleines bisschen Schaden sollte ich ihnen am Anfang natürlich schon zufügen. Nicht, dass er uns so hart runterhaut, dass wir am Ende nicht mehr in der Lage sind, ihn zu besiegen. So. Zu spät. Ja, nicht schlimm. Rotschopfpause. Oh. Ja, okay, das wollte ich eigentlich nicht. Berührung des Rotschopfs. Jawohl. So. Jetzt werde ich ihn aber auch erledigen. So. Reicht. Okay. Legend says there's a sixth grader hall monitor who has a zillion freckles and a clipboard made of human bone. They say he has a freckle for each kid he's suspended. Oh, eine Sommersprosse für jedes Kind. Also, wir kriegen hier die roten Sommersprossen, die wir sofort ausrüsten sollten. Denn die, auch diese sind für eine verpassbare Trophäe wichtig. So. Ich werde dann auch, denke ich mal, die Gasmaske... Ah, wir können ja die Druidenkrone jetzt aufsetzen. Ja, warum nicht? So, jetzt sind auch unsere wunderschönen Sommersprossen sichtbar. Fügt zwei Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Oh, sehr gut. Und du erhältst jede Runde 2 MP, wenn du draußen bist. Ja, was jetzt leider nicht der Fall ist gerade. Okay, wir können aber... Wir haben doch bestimmt, ja, Druidenhandschuhe. Du erhältst Abwehr erhöht zu Beginn eines Kampfes. Hm. Ja, nehmen wir die lieber. So, sonst noch irgendwelche Neuigkeiten? Nicht wirklich. Okay, gut. Ja, hier müssen wir gehen. Ja, wir brauchen den Silberschlüssel, alles klar. Auch hier geht's nicht weiter. Ah, 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 aber da oben kann ich was abschießen.
Na, damit hätte ich ihn auch ausnocken können, ohne gegen ihn kämpfen zu müssen. Aber ich muss ja gegen ein paar von ihnen zumindest kämpfen. Oh. Okay. Rotschopf Afro. Ui. Uiuiuiui. So, wie kommen wir jetzt aus der Situation raus? An manchen Hindernissen vorbeizukommen, benötigst du Hilfe von deinen Begleitern. Halte L1 gedrückt und wähle das Tool Begleiter befehligen oder tippe an, falls es ausgewählt ist. Okay. Halte L2 gedrückt und ziele mit L oder R auf das Begleitersymbol. Drücke R2, um deinen Begleiter zu steuern. Okay. Okay, entschuldigt, ich habe mich jetzt ein bisschen dämlich angestellt. Natürlich brauchen wir an dieser Stelle Prinzessin Kenny. So. Oh, wow. Boobies. Must have. Must touch. Boobies. Ja. Jeder Begleiter kann dir bei einem bestimmten Problem helfen. Das Begleiter-Befehligen-Tool erscheint, wenn ein Freund vonnöten ist. Ja. Genau, mit Kenny sind wir in der Lage, Gegner zu betören, quasi. So, ah. In diesem Raum sollte sich... Naja, nichts zu tun, es gibt hier gutes Zeug zum Plündern, also das würde ich nicht als nichts bezeichnen, Butters. So. Hey Ginger, your hearts are as black as your noses are brown. You can take the brass key from my cold dead hands. So, jetzt sind die schon mal angewidert, zumindest zwei von ihnen. Ich hätte eigentlich den Mongolenbogen benutzen müssen. Na. Ah. Diesmal habe ich allerdings abgewehrt, das war ein Fehler. Rotschopfschlag. Oh, ouch. So, jetzt aber. Ihr werdet jetzt ein... Ah, ich... Soll ich nicht lieber den Kerl da hinten erledigen? Ich mache lieber den da hinten. Zack, und weg ist er. Oh, Butters, dein Freund benötigt ein bisschen Heilung. Sehr gut. Und ab dafür. Nice, sehr gut, Butters. Herrlich. Nice. Rotschopf-Pause. Ja, ich habe das Gefühl, der wird uns so schnell nicht beißen. Deswegen habe ich mich entschieden, den Kampf zu beenden. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. You found the brass key. Okay, Messingschlüssel. Und wir haben gehört, wir müssen uns auf einen Boss gefasst machen. So, hier kriegen wir den Völkerball. Eine Waffe, die wir in unser Arsenal aufnehmen können. Also, auch die ist verpassbar. Ja, deswegen ist es auf jeden Fall jederzeit wichtig, dass ihr die gegnerischen Körper plündert. Immer. Das arme Kind, was hier sein Leben verloren hat. Okay. So viel dazu. Bin ich in der Lage, ja, irgendetwas hiervon abzuballern? Ja, tatsächlich. Das Schild hier. Damit hätte ich ein paar erledigen können. Übrigens, es ist nicht schlimm, falls man... Falls ihr die drei Bisse der... Rotschöpfe nicht in diesem Teil des Spiels bekommt. Es ist nicht schlimm. Ihr könnt auf jeden Fall die drei Bisse der Rotschöpfe auch ein anderes Mal bekommen.
Ihr werdet auf jeden Fall noch ein weiteres Mal mit dieser Gegnerart konfrontiert. Und deswegen müsst ihr euch keine Sorgen machen, falls ihr jetzt noch nicht in der Lage seid, die drei Bisse zusammenzubekommen. Nice. Workshop Pause, jetzt schon? Oh, ja, ich habe seine Rüstung nicht gesehen. Nicht schlimm. Verteidigung im Minus. Oh. Ich werde jetzt nochmal ihm eine Gelegenheit geben, mich zu beißen. Berührung des Rotschops. So. Hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Also die Berührung des Rotschops ist tatsächlich nicht der eigentliche Biss, um den es in der Trophäe geht. Hätte ich wissen sollen. Aber naja, vorsichtshalber, man kann ja nie wissen. Was ist los? Genau. Diesmal brauchen wir auf jeden Fall Butters als Begleiter, damit er diesen kleinen Jungen heilen kann. Ich werde mich bemühen. Wir haben den Silberschlüssel bekommen. Sehr gut. Okay. Wir können uns hier nach und nach erfolgreich durch den Dungeon schlagen. Da ist er doch. Ach, ich glaube, wir laufen jetzt schon in Gefahr, dass wir nachsitzen müssen. So, da haben wir ihn, den Goldschlüssel. Ja, hoffen wir mal. Okay, oh, Anhänger, Stärketrank, Cheerleader, Stecker und noch ein bisschen Schrott. Sehr gut. Perfekt, wir haben den Goldschlüssel. Und das ist jetzt eure allerletzte Gelegenheit. Rüstet auf jeden Fall spätestens jetzt die Sommersprossen aus. Es ist wirklich wichtig. Die roten Sommersprossen müssen an dieser Stelle ausgerüstet sein, sonst verpasst ihr eine Trophäe. So. Denn wir versuchen in die Cafeteria einzudringen und auf einmal. Da ist der Gangaufsichtsboss. No hall pass? Then it's time to write you a referral. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Yep, und das ist eins der geilsten Spiele ever. Deadly Fourth is authorized. Holt sie euch, Jungs. Auch eine geile Sache, dass er einen Völkerball-Morgenstern besitzt als Waffe. Gut. Oh, den Kerl da hinten kaufen wir uns. Herrlich. Nice. Rotschopf-Pause. Jetzt schon, Menschenskinder. Die haben ja gar nichts drauf. Konzentrieren. Oh, der Drachenschrei ist eine gute Möglichkeit, einen Feind davon abzuhalten, einen verheerenden Angriff zu kanalisieren. Ja, das Problem ist, ich habe leider nicht die Möglichkeit, ihn zu benutzen. Ich habe noch nicht genug Mana. Aber ich kann mir auf jeden Fall einen kleinen Mana-Trank einpfeifen. So, Mana-Boost. Und jetzt bin ich in der Lage, den Drachenschrei auf ihn anzuwenden. Nice. Und betäubt auch noch. Perfekt. Ja, dank seiner Rotschopf-Pause. Oh, ich dachte, er würde das nicht überleben. Ich dachte, er würde es überleben. Pardon. Ich kann schon nicht mehr richtig labern, ey. Ihr seht, der Kerl ist, strotzt jetzt gerade nur sofort Debuffs.
of Passage. Oh boy, oh boy. Ja, der Boss ist überhaupt kein Problem, wenn wir an dieser Stelle den Mongolenbogen haben. So, und wir bekommen die Trophäe Rotschopf, weil wir den Gangaufsichtsboss besiegt haben, während wir die Rotschopf-Sommersprossen ausgerüstet hatten. So, Kaugummi-Verpackung, Mana-Tränke, perfekt. Spind-Schlüssel der Gangaufsicht. Sehr gut. Und damit können wir jetzt diesen Spind hier öffnen, wo sich die Keule der Heilung befindet. Eine Waffe, die ihr euch auch auf jeden Fall jetzt holen solltet, denn später kommt ihr da nicht mehr ran. Keule der Heilung heilt 5% TP bei einem perfekten Angriff. Nice. Und macht auch natürlich mehr Schaden als Kennys blutige Keule. Perfekt. Ja. Und ich finde, so sehen wir ein kleines bisschen aus wie ein junger Morgan Freeman, oder? Mit blauen Haaren, versteht sich, aber das sind unwichtige Details. Yay! Damn you, Craig! Ja. Thanks for busting me out, kid. Who are you? What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Gegenstand entfernt. Goldschlüssel, neue Freundschaftsanfrage von Craig. Ja, ihr seid, wenn ihr wollt, nachträglich noch in der Lage, hier das Gebäude zu betreten. Allerdings, wie gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels verschwinden die Gegenstände, die... Ja, verschwinden die Gegenstände, die ihr an diesen Stellen hättet bekommen können. Deswegen holt sie euch lieber jetzt, als dass ihr später in das Risiko lauft, sie zu verpassen. Okay, ein weiterer Freund, sehr schön. Noch einmal ganz kurz auf die Karte geguckt, ob es hier irgendwo in der Nähe Questziele gibt, die ich erfüllen könnte. Ich könnte nochmal zum Stark's Pond zurückkehren. Aber ich fürchte, also ich glaube, die einzige Quest, die ich noch machen könnte, wäre die Schweinebärmann-Sensoren anzubringen. Allerdings, das ist ein kleines Problem. Das werde ich so nicht hinkriegen, fürchte ich. Ja, und das Obdachlosen-Problem, das ist jetzt auch problematisch, glaube ich. Ich kann hier noch einmal kurz durch die Gegend laufen und vorsichtshalber nachgucken. Ah! Mit dem Drachenschrei können wir die Ratten vertreiben. Sehr gut. Ah, ah. Wo sind wir jetzt genau? In dem Wald. Ja. Das sollten wir lieber erst einmal auslassen, denn im Wald, hier sind nicht umsonst Warnungen aufgestellt, im Wald sind Gegner, die für uns noch viel zu stark sind. Deswegen, hier können wir einen weiteren Schweinebärmann-Sensor anbringen. Die Frage ist nur, sind wir in der Lage, noch weitere anzubringen? Hier, habe ich hier die... Ja, okay, das habe ich schon geplündert. Okay. Dann würde ich auf jeden Fall noch einmal mich weiter umsehen wollen. Ja, generell die ganzen Wälder im Westen South Parks sollte man lieber noch nicht betreten. Man sollte sie sich auf jeden Fall für später aufheben. Ich werde jetzt nochmal in den Nordosten von South Park reisen, um zu gucken, ob ich dort auch den letzten Mannbär-Schwein-Sensor anbringen kann. Sieht gut aus. Aber ich glaube, ich muss eher Richtung Norden gehen. Ja, ich muss Richtung Norden gehen. So, neue Nachrichten. Verschwörungsartikel. Woher weißt du, dass du verfolgt wirst? Abhörgeräte. Wem kannst du trauen? Sind die Eltern eingeweiht? Ah, das wollte ich gar nicht posten. Wie lösche ich das? Craig ist jetzt Single. Och, tut mir leid, das zu hören, Kumpel. Diebe arbeiten allein. Sie hat mich zurückgehalten. War er ernsthaft noch in einer Beziehung? Krass. Wenn dem so ist, dann krass. Ah, da sehen wir bereits ein Kindergartenkind. An der Stelle. Oh, you founded me. You founded me. Ja. Was hätte er in der deutschen Version wohl gesagt? Du bist mich gefunden oder was?
So, hier können wir noch einmal reingehen. Kommen bis aufs Dach und da kommt bestimmt der Sensor ran, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Das wäre auch der letzte Sensor. Missionsziel erfüllt. Platziere den Sensor am Wetterhahn. Kehre zu Al Gore zurück. Sehr gut. Können wir in die Scheune? Nein, noch nicht. Böse Kuh. Hier seid ihr theoretisch natürlich auch in der Lage, die Kühe anzufurzen, wenn ihr noch die Trophäe für 25 Tiere anfurzen haben wollt. Gut, dann wäre das schon mal erledigt. Wie gesagt, die Wälder sollten wir an dieser Stelle erstmal meiden. Es gibt dort momentan sowieso nichts für uns zu tun. Und es wäre ziemlich ungesund, um es mal so auszudrücken. Wir können aber schon mal die ganzen Rattenschwärme entfernen und die Kleidungsfetzen aufheben. Das ist auf jeden Fall schon möglich. So, jetzt können wir nach Koopa Keep zurückkehren. Den Al Gore, den können wir auch später. Hey, where the hell are you going? Hey, where the hell are you going? Ich, ja, keine Ahnung. Überall hin, außer okay, zu dir. Okay, you're healed. Ich habe ihn noch kein zweites Mal berührt. Okay, you're insane now. Okay, you're healed. Ich frage mich, was passiert, wenn man das erste Mal den Stein berührt und ihn danach nicht ein zweites Mal berührt und da quasi wahnsinnig bleibt. Passiert da irgendetwas gameplay-technisch? Ich weiß es nicht. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called Douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Geil! Sir Douchebag! But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. Ah, der Barde. The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Oh, und wie ihr seht, wir haben jetzt neue Ausrüstung bekommen. Den heiligen Stab haben wir gekriegt. Füge 5% mehr Schaden zu, wenn du unter 25% Gesundheit bist. Ja, okay. Das ist jetzt wieder so ein typisch rollenspielmäßiges Spiel auf riskante Art und Weise und dann teilst du mehr aus. Aber ich bin nicht so der Typ dafür. Heilige Jamulke, 10% Schaden beim Brennen und 1 MP, wenn du Schaden erleidest. Ich glaube nicht. Oder? Nee. Die heilige Robe, die sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. 10% Schaden, wenn angewidert. Du erleidest 15% weniger Schaden, wenn du blutest. Ah, ich werde trotzdem weiterhin den Glitzerschmuck anbehalten. Denn ich bin ein Jude und dementsprechend möchte ich natürlich so viel Geld wie möglich haben. Okay. Heiliger Ring, 20% Heiligschaden bei perfekten Angriffen und 10% Schaden, wenn blutend. Plus 10%. Nö, Druidenhandschuhe sind nach wie vor besser. So, Schläfenlocken. Ja, wieso habe ich die denn bitteschön ausgerüstet? Das muss ich nicht verstehen, oder? Ich will meine roten Sommersprossen zurückhaben, Mensch. Cartman, was machst du mit mir? Nur weil ich im Level aufgestiegen bin, heißt das noch lange nicht, dass du mit mir machen kannst, was du willst. So, ich müsste aber auch jetzt einen weiteren Skillpunkt haben, mindestens. Gut, ich werde auf jeden Fall... Ah, wobei, ich werde abwarten, was er mir jetzt so an Training mitgeben kann. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy. But being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Okay. Ah, so. Okay, und zack. Nice. Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, Kenny? Hey, Malkinson. Oh, Malkinson, can you come help us with something? Okay, ich dachte wieder Kenny. Yes? Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard! Now, Douchebag, cup a spell! Furzgranate! Bitteschön. Dude, that was sweet. You threw that shit right in Scott's face. Alright, Scott, go back to your post. Thank you.
Use it wisely in battle, douchebag, and never on a man's boss. Ist abgespeichert, Cartman. Ist klar. If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the elven forest. Let us find the bard and bring him to justice! Make haste to the giggling donkey! Ah ja, der kichernde Esel. Dort werden wir auch einige Gegenstände vorfinden. Oh geil, Level 5 sogar schon gekriegt. Dort beim kichernden Esel werden wir sehr viele weitere Gegenstände finden, die auch verpassbar sind. Deswegen müssen wir auch dort unsere Augen offen halten. Und wir werden dort auch die ein oder andere Trophäe machen können. Schon mal so als kleine Ankündigung. Oh, wir könnten die zerschmetternde Keule kaufen, den Hammer des Noobs. Perfekter Schaden schwächt Schilde um 1, vermindert Abwehr des Ziels bei perfekten Angriffen. Oh. Fettbarts Klinge ist hier sogar. 20% mehr Geld, Alter. Ja, Menschenskinder. Wisst ihr was? Das werde ich mir auf jeden Fall jetzt schon kaufen, damit ich das später auf jeden Fall ausrüsten kann. Denn, ja, sobald wir Level 6 erreichen, die 20% mehr Geld, die können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen, wirklich, Leute. Ihr könnt jegliches Geld gebrauchen, das man kriegen kann. The Inn of the Giggling Donkey. Da-da. Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Let's go inside. Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? Da-dum. A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Okay, wir werden uns in Acht nehmen, Cartman. Es ist wirklich schön zu sehen, wie viel Mühe die sich mit ihrem Rollenspiel geben. Ihr seht, was die alles so an Zeug zusammengepackt haben. Hier die Pappe mit draufgemalten Bierfässern. Und generell, die komplette Umgebung. Also die Kinder, die lassen wirklich ihrer Fantasie freien Lauf. Und das finde ich herrlich. Daran merkt man eben, dass das Ganze immer noch Kinder sind. Dass die ganze Truppe immer noch aus Kindern besteht, ne? Sie haben einfach auch eine verdammt, verdammt, verdammt gute Vorstellungskraft. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Gut, Leute. Und hier setze ich einen kleinen Schnitt